Gut, herzlich willkommen erst einmal. Mein Name ist Frank Angermann und ich arbeite für die Metallo GmbH und ich möchte Ihnen heute einen kurzen Vortrag und einen kurzen Einstieg in die Augmented Reality im Allgemeinen geben, dabei einen kleinen Einstieg auch in die Firma, für die ich arbeite, geben und den Fokus ein wenig auf Genio, unsere mobile Plattform, legen, welche Möglichkeiten für Sie, welche Möglichkeiten für einen Benutzer mit dieser Plattform gegeben sind und Ihnen im Anschluss noch einen kleinen Ausblick geben, wie sich das Ganze mit Augmented Reality bzw. insbesondere in dem Mobile Augmented Reality Bereich weiterentwickelt. Genau, wie ich bereits ansprach, arbeite ich für die Metallo GmbH. Die Metallo GmbH kümmert sich ausschließlich und allumgreifend um Augmented Reality, Lösungen für den Industriebereich, für den Marketingbereich, wie auch für den Endkonsumerbereich, insbesondere dabei in dem mobilen Umfeld. Wir in der Firma haben etwa 10 Jahre Erfahrung im Augmented Reality Bereich. Das heißt, wir sind nicht mit der mobilen, ich möchte es mal Hype nennen, mit dem mobilen Hype groß geworden, sondern haben vor vielen Jahren angefangen im Industriebereich für VW, für BMW und andere größere Automobilfirmen im Prototyping-Bereich die ersten Erfahrungen zu sammeln. Haben Standorte in München, welches unser Hauptstandort ist, und weitere kleinere Standorte in Seoul, Korea und auch in San Francisco. Zurzeit beschäftigen wir etwa 65 Mitarbeiter, das wächst immer mal wieder. Der Hauptfokus, und das sind immer noch 2/3 unserer Mitarbeiter in etwa, sind reine R&D, Research, Applikationsentwicklung, das heißt ein relativ starker Kern nach wie vor in der Forschung und deswegen auch eine enge Verknüpfung noch zu Universitäten. Was ist Augmented Reality? Kennt jeder von Ihnen Augmented Reality? Kennt niemand von Ihnen Augmented Reality? Möchten Sie vielleicht mal kurz die Hand heben, wer mit dem Begriff Augmented Reality ganz grob etwas anfangen kann? Also doch schon recht weit verbreitet. Als ich einen ähnlichen Vortrag vor etwa 1,5 Jahren gehalten habe, war es noch, ich sage mal so 20%. Meine Chefs erzählen mir immer, vor etwa 3, 4, 5 Jahren war es dann so einer, der so ganz zart die Hand gehoben hat. Ich sehe, da ist eine sehr gute Entwicklung zu erkennen. Nichtsdestotrotz möchte ich ganz kurz ansprechen, was Augmented Reality selbst ist. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die gute alte Realität, hier zu unserer Rechten. Auf der anderen Seite haben wir die gute, nicht ganz so alte, aber dennoch relativ weit entwickelte Virtual Reality. Das heißt, wir haben ausschließlich virtuell am Computer generierte Objekte. Und wenn wir das Ganze zusammenfügen, das heißt, wenn wir virtuelle Objekte in der Realität anzeigen, nennen wir das Ganze Augmented Reality. Was kann man sich unter Augmented Reality vorstellen? Ich möchte Ihnen ein paar kleine Beispiele geben. Zum einen haben wir hier ein Beispiel aus dem Automobilbereich bzw. dem Wartungsbereich. Das heißt, man augmentiert virtuelle Handhabung, Handbuchinformationen direkt auf das Automobil, um Wartungsarbeiten, um Reparaturarbeiten schnell und effizient durchführen zu können. Der zweite Bereich ist etwas mehr aus dem Web- und Online-Bereich. Da handelt es sich um eine virtuelle Greeting Card, also eine virtuelle Karte, einfach Postkarte. Dabei, wenn man diese Postkarte vor eine Webcam hält, bekommt man ein virtuelles Video direkt auf der Karte angezeigt. Natürlich sind wir in den letzten Jahren auch mehr und mehr in den mobilen Augmented Reality Bereich gewandert. Warum? Ein mobiles Endgerät, ein Smartphone wie ein iPhone, wie ein Android-Phone ist eigentlich ein perfektes Augmented Reality Device. Jeder hat es in seiner Tasche, jeder kann damit umherlaufen. Es hat eine Internetverbindung, das heißt, man kann immer wieder Informationen dazu bekommen. Es hat einen relativ starken Prozessor, das heißt, man kann wirklich auch virtuelle Informationen anzeigen und rendern. Und es hat mehrere Sensoren, wie zum Beispiel GPS-Sensoren, Kompass-Sensorik, um auch sogenannte Location-Based Augmented Reality zur Verfügung stellen zu können. Ja, warum sollten wir uns überhaupt mit Augmented Reality beschäftigen? Augmented Reality erlebt insbesondere im mobilen Bereich zurzeit ein wenig einen Hype, aber nichtsdestotrotz, und das ist eine Studie von Gartner, wird immer gesagt, und es wird auch immer noch gesagt, dass Augmented Reality eine der Technologien ist, die unser tägliches Handeln verändern können. Eine sogenannte Disruptive Technology. Das heißt, eine Technologie, die unser tägliches Dasein, unser tägliches Umgehen mit Objekten verändern kann. Ein kleines Beispiel dazu möchte ich Ihnen hier zeigen, was auch so ein bisschen der Weitblick ist, den wir auch bei der Metallo GmbH haben. Das heißt, ich sehe ein Objekt, hier haben wir noch ein Endgerät, das heißt, über kurz oder lang, vielleicht kann man es mal wirklich in die Linse projizieren. Da warten wir wahrscheinlich noch etwa 20, 30, 40 Jahre. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe etwas, ich bekomme virtuelle Informationen, ich erkenne dieses Objekt und beziehe dann zusätzliche Informationen zu diesem Objekt hinzu. Wie bereits angesprochen, bieten wir Augmented Reality in verschiedenen Bereichen an. Das heißt zum einen den stationären Kioskbereich.
zum anderen Webbereich und der dritte Bereich ist der mobile Bereich. Einfach damit Sie auch ein bisschen was sehen können sozusagen, Augmented Reality erklären, das ist immer das eine, Augmented Reality sehen ist immer die viel schönere Geschichte. Das heißt, ich habe auch insbesondere mit mobilen Endgerät einige Beispiele mitgebracht, die würde ich dann im Nachfeld, genau im Nachgang, wer Interesse hat, noch zeigen können. Hier sehen wir ein Projekt, das wir zusammen mit Lego gemacht haben. Es handelt sich dabei um die Lego Digital Box. Das heißt, an verschiedenen Kisten innerhalb Lego Flag Stores oder bestimmter Lego Stores sind kleine Schildchen dran. Das heißt, diese Kiste ist mit Augmented Reality erweitert. Und dann kann man mit dieser Kiste unter die Digital Box laufen und sieht das Modell in Echtzeit auf die Kiste überlagert. Das heißt, man kann es dann rumbewegen. Es ist wirklich festgeklebt sozusagen an der Kiste, und auf den Begriff festkleben komme ich später noch einmal zurück. Man sieht das Ganze witzig animiert, und das ist einer der Bereiche von Augmented Reality, der schon, ich sag mal, nicht mehr ganz in diesem Hype drin ist, sondern hier sieht man, es ist sinnvoll und vor allem kann man das Ganze auch mit Zahlen belegen, dass es einen Marketing-Effekt hat an dieser Stelle. Genau, das war jetzt das Beispiel, was ich gerade gezeigt hatte aus dem Kiosk-Bereich. Natürlich kann man sich das Ganze auch im Online-Bereich vorstellen, basierend auf Flash oder Shockwave-Player. Man hält ein Objekt vor die Kamera, benutzt dieses Ganze als zum Beispiel als ein Interaktionsobjekt. Hier haben wir zum Beispiel die Adidas Neighborhood. Es sind spezielle Adidas-Schuhe herausgekommen, die einen kleinen Marker auf der Zunge haben. Mit diesen kann ich unter meine Webcam gehen und habe diesen Schuh dann als einen Controller. Natürlich möchte ich nicht meinen Schuh nehmen, mit dem ich jeden Tag durch, Sie wissen schon, laufen. Deswegen sind das wirklich Schuhe, die eher Sammlerstücke sind. Man kann damit in der Adidas-Welt sich umher bewegen, kann verschiedene Spiele spielen. Mehr der Fokus auch dieses Vortrags ist die Plattform Junio. Und das ist ein Projekt, was wir mit dem Süddeutsche Zeitung Magazin umgesetzt haben. Auch hier möchte ich Ihnen ein kurzes Video zeigen, damit das Ganze etwas verständlicher wird. Das heißt, das Süddeutsche Zeitung Magazin wurde mit Augmented Reality angereichert. Was heißt das? Ich habe mein Mobiltelefon in der Hand gehalten, konnte auf das Magazin zeigen und habe dann verschiedene Informationen, verschiedenen Mehrwert innerhalb des Magazins bekommen. Zum einen haben wir ein kleines Stop-Motion-Video auf das Cover gelegt, zum anderen kleine Gedankenblasen über, ich weiß nicht, ob Sie das SZ-Magazin kennen, das ist so ein Interviewbereich, der heißt Sag kein Wort, das heißt, eine Person stellt eine Frage und die berühmte Persönlichkeit muss nur mit einem Foto antworten, wir haben dann noch Gedanken dazu überblendet. Das heißt, so wurde sozusagen ein Magazin peu à peu mit Augmented Reality erweitert und somit auch mit weiteren Informationen bestückt. Genau, der Hauptgrund, warum ich hier bin und das, was ich Ihnen heute ein bisschen vorstellen möchte, ist Junio. Junio, wir nennen es dein mobiler Begleiter, einfach weil es sehr viel Informationen ineinander verknüpft und vor allem auch viele Augmented Reality Funktionalitäten in sich trägt. Das heißt, es ist ein kostenloser Mobile Augmented Reality Browser, welcher für iPhone wie auch für Android Phones zur Verfügung steht. Das heißt, jedermann kann sich diesen kostenlos aus dem App Store und Android Market herunterladen. Dazu hat Junio eine kostenlose Entwicklerschnittstelle, das heißt eine offene Schnittstelle, sodass jeder Entwickler selbst Informationen innerhalb von Junio zur Verfügung stellen kann. Etwas, was wir Channels nennen. Das heißt, jeder Entwickler kann entweder einen standortabhängigen, einen Location-based Channel erstellen, etwas, was Sie zum Beispiel auf der linken Seite sehen, oder einen Channel, welcher Image Recognition unterstützt. Das heißt, wir nennen das Ganze Junio Glue, das heißt, jeder Entwickler kann kostenlos virtuelle Objekte, ähnlich wie in dem Lego-Beispiel, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, auf eine reale Oberfläche, ob es jetzt eine Kiste ist, ein Prospekt, was auch immer, kleben. Warum soll jetzt ein Benutzer einen Mobile Browser verwenden? Ich meine, wir kennen alle Google Maps, wir kennen andere Location Search Algorithmen oder Applikationen. Warum Augmented Reality, warum das Ganze noch in einem mobilen Umfeld? Mit anderen Worten, was ist der Nutzen für einen Benutzer, für einen User? Wir haben hier mal ein einfaches Beispiel gemacht, das können Sie auch selbst gerne nachvollziehen. Das heißt, ich habe es wirklich mal versucht, habe versucht, einen Kinofilm zu finden, der hier in meiner Umgebung läuft, mithilfe einer Local Search Suchmaschine, Google Maps. Das heißt, ich habe Kino eingegeben, habe dann viele lokale Ergebnisse bekommen, habe dann das Kino angeklickt, bekomme dann erstmal eine Kurzinformation zu dem Kino selbst, dann versucht herauszufinden, welcher Film da läuft, habe also auf Programm geklickt und habe so über peu à peu 8 Schritte gebraucht, um wirklich den Inhalt zu finden, den ich haben wollte in diesem Moment. Ich wollte an diesem Abend einfach einen Kinofilm schauen gehen. Mit einem Mobile Augmented Reality Browser hat man die Möglichkeit, sein Handy hochzuhalten, in diesem Fall den Kino.de Channel.
Leider funktioniert er nicht in Österreich, aber zumindest in Deutschland. Das heißt, Kinoinformationen direkt in seiner Umgebung eingeblendet zu bekommen. Ich nehme das Handy hoch, ich schaue mich um und sehe, aha, an dieser Stelle befindet sich ein Kino. Es ist 300 Meter von mir entfernt. Ich klicke noch einmal auf diesen POI, diesen Punkt von Interesse, und bekomme eine komplette Auflistung des Programms, wann der nächste Film läuft. 19 Uhr zum Beispiel geht's los und kann sofort auch bei dem Kino anrufen und eine Reservierung ausführen. Das heißt, im Großen und Ganzen spare ich hier 5 Schritte, das heißt Effizienz. Relativ einfach, Location oder georeferenzierte Informationen effizienter nutzen zu können. Genau, wie ich bereits ansprach, ist das Ganze natürlich nicht von uns, alle Informationen werden nicht von uns zur Verfügung gestellt, sondern wir sind eine Technologiefirma und wir wollen uns auf die Technologie auch konzentrieren. Das heißt, wir wollen vielen Leuten eine Möglichkeit geben, Augmented Reality selbst zu erleben und insbesondere auch selbst nutzen zu können. Das heißt, jeder, der sich bei der Genio-Plattform anmeldet, kann kostenlos unsere Technologie an dieser Stelle nutzen. Warum machen wir das? Wir wollen die Einstiegsbarrieren für Augmented Reality an dieser Stelle einmal so gering wie möglich halten. Das heißt, normalerweise, wenn ich ein eigenes Augmented Reality Produkt machen möchte, und wie gesagt, zurzeit ist es zwar ein bisschen ein Hype, aber nichtsdestotrotz steckt da viel Erfahrung dahinter, ist es relativ zeitaufwendig, ist es in aller Regel auch relativ kostenaufwendig. Mit Genio haben Sie die Möglichkeit, als eigener Entwicklung, ich sag mal 2 bis 3 Tage für ein erstes richtiges Erfolgserlebnis aufzubringen, und dazu ist es kostenlos. Das heißt, Sie brauchen keinerlei Erfahrung, oder als Entwickler braucht man keinerlei Erfahrung mit Mobile-Entwicklung. Es reicht, wenn man mal eine Webseite programmiert hat. Das heißt, man braucht ein bisschen PHP-Erfahrung, ein bisschen Server-Side-Script-Erfahrung, ein bisschen XML, und das reicht. Das heißt, man muss sich nicht mit Augmented Reality auskennen, man muss sich nicht mit mobilen Endgeräten auskennen, sondern wer eine Webseite programmiert hat, kann im Prinzip seine eigenen Augmented Reality-Erfahrungen und Erlebnisse erstellen. Dazu bieten wir eine relativ hohe Flexibilität für die Entwickler. Das heißt, man kann Interaktionen ausführen, man kann Informationen nur für bestimmte Nutzer zugänglich machen. Das heißt, man kann auch wirklich kleine Augmented Reality-Spiele aufbauen. Ein nicht zu vergessener Punkt natürlich immer wieder, auch für alle Leute ist, ich möchte natürlich auch irgendwie ein bisschen Geld verdienen, insbesondere wenn ich viel Content habe und diesen jetzt innerhalb der Plattform allen möglichen Benutzern zur Verfügung stelle. Es ist natürlich zum einen gut, weil ich mich selbst mit Augmented Reality auseinandersetze. Das ist insbesondere für junge Leute interessant, weil Augmented Reality wichtiger und wichtiger, insbesondere auch im Medieninformatik- und Medientechnikbereich werden wird. Aber für, ich sag mal, ausständige und ausgewachsene Content-Provider muss man natürlich auch eine Möglichkeit geben, dass sie damit Geld verdienen können. Zum einen wird es verschiedene Möglichkeiten des Ad-Injection geben, oder das bezeichnen wir als Ad-Injection, das heißt, dass standortbezogene Werbeanzeigen innerhalb eines Channels mit eingeblendet werden können. Das natürlich wieder komplette Transparenz für den Entwickler selbst. Möchte er es haben oder möchte er es nicht haben? Dazu gibt es natürlich oder wird es bald die Möglichkeit geben, den ganzen Content, einen Channel als Paid Content anzubieten. Das heißt, der Benutzer selbst muss dafür bezahlen, um auf diesen Channel zugreifen zu können. Wer entwickelt für Genio? Die beiden tun es leider noch nicht, verwenden aber zumindest zum Teil unsere Technologie, ja, wenn auch bloß für ein Foto. Aber wir haben mehr und mehr Entwickler, die sich auch für die Genio-Plattform anmelden. Zurzeit sind es etwa, also heute Morgen waren es circa ziemlich genau 1600 Entwickler, die angemeldet sind. Das heißt, wir haben eine Verdopplung in den letzten 3 Monaten erlebt. Dazu ist auch eine Verdopplung der Channels, die in den letzten 3 Monaten entstanden sind, beziehungsweise die, die in der Entwicklung sind, festzustellen. Zurzeit befinden sich etwa 950 Channels in der Entwicklung. Das heißt natürlich auch, dass jemand, der anfangen möchte, einen immer leichteren Einstieg auch mit der Plattform bekommt, insbesondere über unsere Google Group, wo man als Entwickler selbst sich mit anderen Entwicklern sozusagen auseinandersetzen kann und Erfahrungen austauschen kann. Was ist also möglich für Entwickler? Wie ich schon mal angesprochen habe, hat Genio im Großen und Ganzen 2 Seiten. Das heißt, zum einen sind es Location-based Informationen, zum anderen sind es Image-Recognition-Informationen. Location-based Informationen sind georeferenzierte Informationen. Ich weiß, wo sich Informationen befinden und ich zeige diese an. Wo befindet sich eine Tankstelle? Wo befindet sich ein Sonderangebot? Wo befindet sich der Rossmann? Hat er gerade geöffnet? Hat er nicht geöffnet? Informationen, die sozusagen mit einer Location verbunden sind, das Ganze nicht nur ortsabhängig, zum Beispiel auch zeitabhängig, benutzerabhängig, interessieren den Benutzer, der gerade an meinem Channel anfragt, immer nur
gewisse Informationen, dann liefere ich eben nur diese Informationen aus. Die zweite Möglichkeit, und das geht auch in den Location-Based-Bereich, ist die Indoor-Navigation. Ich gehe davon aus, dass zumindest der Großteil von Ihnen auch weiß, dass GPS, das heißt die Ortung, wie ich weiß, wo sich das Handy gerade befindet und wo sich auch der Benutzer befindet, basiert auf GPS. Das Ganze ist innerhalb von Gebäuden sehr, sehr ungenau. Das heißt, wir haben innerhalb von Junaio sogenannte LLA-Marker erfunden. Das heißt, es ist ein Marker, in diesem Marker ist eine Koordinate encodiert, eingespeichert sozusagen. Das heißt, der Benutzer läuft umher, zeigt kurz mit dem Telefon auf den Marker, dabei wird die Position festgeschrieben, an der er sich gerade befindet und kann auf 10 cm, 20 cm genau die Informationen überlagern. Wie das hier zum Beispiel bei dem Intel Developer Forum geschehen ist, kann man sich so darüber informieren, welche Sessions laufen in welchen Räumen ab. Man kann das Ganze wieder zeitlich aktuell halten, das heißt, die Sessions, die vorbei sind, interessieren in aller Regel auch keinen Besucher mehr. Das heißt, diese Informationen müssen dann auch nicht wieder mit angezeigt werden. Und natürlich, um auch wieder zurückzukommen auf das Kleben, gibt es die Funktionalität Junaio Glue. Das heißt, jeder Entwickler hat wiederum die Möglichkeit, seine Prospekte, seine Karten, seine Visitenkarten, Flyer, Bücher, Poster, was auch immer, was mehr oder weniger Informationen beinhaltet, die von dem System gelesen werden können, mit virtuellen Informationen anzureichern. Das heißt, wir haben im oberen Beispiel haben wir etwas, das wird, ich glaube, morgen verfügbar sein für den App World, für den kommenden Mobile Congress. Das heißt, man bekommt Informationen über die App World, man kann mit diesen Icons interagieren. Im unteren Beispiel haben wir auch noch einmal das Beispiel gesehen von dem Stop-Motion-Effekt. Vorgestern ist auch die Junaio 2.5-Version rausgekommen für iPhone. Und was hierbei auch sehr interessant ist, dass wir damit auch ermöglichen, direkt Videos in der Live-View anzuzeigen. Ich kann das dann gerne auch nochmal in einer kleinen Demo zeigen. Das heißt, und das ist immer so ein bisschen mein Traum, was ich gerne mal sehen würde, wäre eine Harry-Potter-Zeitung. Das heißt, ich habe ein Bild, ich halte das Handy drüber und das Bild erweckt zum Leben. Das wird mit Junaio damit auch ermöglicht. Ganz kurz, und das halte ich wirklich sehr kurz, weil ich denke, dass die entwickleraffinen Leute etwas in der geringeren Anzahl sind, wollte ich Ihnen was ganz kurz zeigen, wie Junaio selbst funktioniert. Das heißt, wir haben auf der linken Seite die Mobile Clients, das sind die Benutzer, die die Informationen abrufen. In der Mitte steckt unser großer Server, der das Ganze verwaltet, Rechte regelt, Informationen hin und her austauscht. Und auf der rechten Seite ist der externe Server, das heißt, das ist der Entwicklerserver. Auch wenn das Technische eventuell etwas uninteressant ist, was ich denke interessant ist für jedermann, ist zum einen, es findet eine stetige Kommunikation zwischen dem externen Server und dem Client statt. Daher kommt die Möglichkeit, ständig Sachen aktualisieren zu können, nach eigenem Belieben aktualisieren zu können und individuell für Benutzer, für Zeit, wie auch immer aktualisieren zu können. Zum Zweiten behalten wir die Informationen nicht. Das heißt, wir speichern nicht irgendwelche Informationen, sondern Anfragen werden immer wieder direkt zu dem externen Server weitergeleitet. Wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich meinen Inhalt nicht mehr zur Verfügung stellen möchte, schalte ich meinen Server ab und damit ist sozusagen die Information abgeschaltet. Das heißt, wir speichern keine Informationen, sondern wir reichen sie bloß weiter und wir zeigen sie in Augmented Reality. Dazu findet natürlich das Ganze noch authentifiziert statt. Ich glaube, das ja, versteht sich von selbst, dass nicht jedermann die Information dann von dem externen Server auch abfragen kann. Was kommt noch? In welche Richtung geht es weiter? Mit Augmented Reality, insbesondere mit Junaio und auch der Mobile Augmented Reality. Zum einen ist natürlich immer ein wichtiger Punkt Face Tracking. Zum einen als Spielerei, zum anderen wirklich auch als Anwendung. Brillen überlagern, Hüte überlagern. Das heißt, dass man nicht nur eine 2D-planare Oberfläche mit virtuellen Informationen anreichern kann und das Ganze zuverlässig, sondern auch Gesichter. Können Sie sich vorstellen, dass man das jetzt zum einen für Halloween oder für Weihnachten mit einem schönen Weihnachtsmannhut und einem schönen Bart anreichen kann, aber eben auch für Brillenhersteller etc. pp. Die zweite Sache, recht technischer Begriff, Six Degree of Freedom Tracking on Mobile Devices. Was steckt dahinter? Dahinter steckt einfach nur, dass wir nicht ausschließlich auf GPS-Signal angewiesen sind, sondern dass Informationen, visuelle Informationen, in die Ortung des Benutzers mit einbezogen werden können, um die virtuelle Überlagerung zu stabilisieren. Das heißt nicht, wie bei GPS, eine Genauigkeit von 20, 30 Metern zu erreichen und vielleicht schwebt der Punkt von Interesse 20 Meter neben dem Café, sondern eine 100% genaue Überlagerung stattfinden zu lassen. Das sind jetzt beides eher kurzfristige Sachen, also insbesondere in dem rechteren Fall. Das heißt, dass
3D-Tracking haben wir auch auf unsere letzten Hausmesse schon gezeigt gehabt auf eurem Mobiltelefon. Unten links sehen Sie ein Beispiel, das kommt noch aus den Offline-Rendern, das heißt nicht auf mobilen Endgeräten, aber es handelt sich dabei um einen virtuellen Bagger auf einem realen Tisch. Das heißt, man versucht mehr und mehr Augmented Reality in einen Dialog mit der Realität einzubringen, nenne ich es einfach mal. Zurzeit ist Augmented Reality noch sehr stark ein Monolog. Es werden virtuelle Informationen auf reale Informationen draufgepackt, auf Deutsch gesagt. Das heißt, es findet keine richtige Auswertung des Lichtes statt. Man hat nicht wirklich Verdeckungsinformationen. Das ist ein Beispiel, was sehr stark in den Dialog gehen soll. Das heißt, wenn ein virtuelles Objekt theoretisch von einem realen Objekt verdeckt wäre, dann soll es auch verdeckt sein. Kommt das Licht von links, sollte nicht ein Licht von rechts auf dem virtuellen Modell erscheinen. Gibt es Reflexion oder haben wir ein reflektierendes Material, sollte auch die reale Umgebung auf dem virtuellen Objekt reflektieren. Dazu kommen natürlich insbesondere für Genio andere nicht technische Sachen, wie das Payment-System, was ich gerade angesprochen habe, oder erweiterte soziale Features, um auch wieder ein bisschen den Bogen zu den Twitterern zu spannen. Twittern tun wir natürlich auch, beziehungsweise die Firma, aber natürlich kann man das Ganze auch innerhalb von anderen Plattformen integrieren und anzeigen. Genau, es war natürlich alles relativ technisch. Wir wollen natürlich mehr und mehr auch die Möglichkeit geben, dass ich nicht entwickeln muss oder entwickeln können muss, um auch selbst meine Augmented Reality-Erlebnis herstellen zu können. Das heißt, wir arbeiten, und das auch im Rahmen einer Diplomarbeit oder einer Masterarbeit, heutzutage besser gesagt, die bei uns stattfindet, arbeiten wir an einem Channel Creator. Das heißt, eine einfache Drag-and-Drop-Klick-Oberfläche, damit Sie Ihren Genio Glue Channel selbst erstellen können und somit Ihre realen Objekte mit virtuellen Informationen anreichern können. Ganz kurz noch in eigener Sache. Falls irgendwie ein Student im Rahmen von Werkstudenten, Praktikanten, Masterarbeiten, Bachelorarbeiten, Diplomarbeiten, abgeschlossen arbeiten und ich möchte danach spannende Arbeit finden, Interesse hat, kann sich natürlich jederzeit gern bei uns melden. Das heißt, Kaffee kochen tun bei uns die Kaffeemaschine, wie bei vielen anderen Unternehmen auch. Wir sind immer wieder auf der Suche nach jungen, engagierten Leuten, die gern ein bisschen mitarbeiten, die gern Interesse haben, vielleicht auch über Genio hinauszugehen. Und insbesondere ist es natürlich auch stets eine perfekte Bewerbung. Also ich selbst habe mein Praktikum bei der Metall GmbH angefangen und habe dann meine Diplomarbeit da geschrieben. Falls irgendjemand Interesse an Augmented Reality gefunden hat, immer gerne mal sich melden oder eine Bewerbung schreiben. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie noch weitere Fragen haben, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Sehr gerne. Ja, vielen Dank für den spannenden Vortrag. Ich hätte zwei Fragen. Sehr gerne. Vielleicht, ich habe den Anfang verpasst, vielleicht verbrenne ich mir jetzt die Finger. Aber was ist denn die erste Frage? Was ist denn hier ein Geschäftsmodell dahinter? Ich habe bis jetzt nur gesehen, Sie verschenken alles an die Content-Provider und Entwickler. Wie wollen Sie denn Geld verdienen? Genau, also das Verschenken ist im Großen und Ganzen erst einmal ein richtiger Aspekt. Das heißt, wir sind, oder insbesondere betrifft das dann auch meine persönliche Arbeit, in der recht komfortablen Lage, dass wir mit Genio nicht 100% Geld verdienen müssen im Moment. Das heißt, es ist zum einen auch einfach ein bisschen ein Werbeschild für Technologie. Das heißt, wir möchten einen äußerst kostengünstigen, wenn nicht bis kostenlosen Möglichkeit geben, um Augmented Reality kennenzulernen, um Ideen sammeln zu können mit Augmented Reality. Wenn man das dann natürlich alles in eine eigene Applikation überführen möchte, wenn man das Ganze im Online-Bereich sehen möchte als Offline-Darstellung, dann treten natürlich gewisse Lizenzmodelle in Kraft. Dazu gibt es auch die Möglichkeit oder dient Genio in erster Linie als ein Konsumerprodukt. Das heißt, es sollen viele Benutzer auf die Plattform kommen. Wenn viele Benutzer auf einer Plattform sind, gibt es dann natürlich auch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Okay, gut. Und zweite Frage. Wie grenzt sich denn Genio wesentlich von Wikitude? Genau, also es gibt natürlich ähnliche Produkte, das Wikitude Layer sind wahrscheinlich die zwei bekanntesten, von denen man gehört hat. In erster Linie grenzt sich Genio ganz klar von dem technologischen Hintergrund ab. Das heißt, wenn Sie den Anfang verpasst haben, das heißt, Genio basiert auf etwa 10 Jahren Entwicklungserfahrung im Augmented Reality Bereich. Das heißt, es basiert auf unserer Mobile Plattform, die wir für Symbian, iPhone, Android, Win Mobile haben. Und ist dementsprechend sozusagen ausgegliedert als ein Produkt. Das heißt, zum einen haben wir die Möglichkeit, Image Recognition stabil, zuverlässig und mit unserer Erfahrung zu ermöglichen. Zum anderen, und relativ bald wird Genio dann auch auf die Symbian-Plattform kommen, haben wir die Möglichkeit, das Ganze auf andere Plattformen noch auszubreiten.
Wenn man den reinen Location-Based-Fall betrachtet, kann man sagen, es unterscheidet sich nicht groß zu Wikitool oder zu Layer, außer dass wir wahrscheinlich in einer gewissen Art und Weise mit 3D-Modellen um einiges besser umgehen können, weil da auch die Erfahrung einfach steckt. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann danke vielmals. Habe ich das richtig verstanden, dass ich zum Beispiel auf ein reales Objekt auch dreidimensional Flächen drauflegen kann, zum Beispiel Designstudie, Oberflächenstudie, die auf ein reales 3D-Objekt nicht nur draufgestellt werden oder überblendet, sondern auch die Konturen quasi angepasst werden? Das ist, wie gesagt, ich sag mal, ein Forschungsstand. Das heißt, das ist, wie ich angesprochen habe, beschäftigen wir uns sehr stark mit der Forschung auch. Das ist sozusagen ein sehr großer Aspekt der Forschungsrichtung zurzeit mit Augmented Reality, dass man mehr und mehr diesen Dialog schafft, dass man wirklich nicht nur etwas drauflegt, sondern eben auch sozusagen die Umgebung, bitte? Kontur angepasst. Zum Beispiel die Kontur mit angepasst hat, dass man Farben anpasst, wenn ein farbiges Licht kommt, dass dieses mit betrachtet wird. Das heißt, innerhalb von Journaio ist das jetzt im Moment noch nicht möglich, was weniger an der Technologie des Journaios liegt, sondern mehr an was am Endgerät heutzutage wegstecken kann. Aber es ist natürlich nebst der Stabilität und Erkennung und Lokalisierung ist das ein sehr großer Aspekt, der zurzeit in der Forschung betrachtet wird. Wann kann man hier ersten erste Ergebnisse gibt es bereits im Forschungsbereich. Das heißt, nächstes Jahr wahrscheinlich sind Sie wieder herzlich gerne auf unsere Messe eingeladen, da können Sie die ersten Ergebnisse immer mitverfolgen. Dass das Ganze komplett produktiv läuft, schwer zu sagen. Ich würde mal als ganz grobe Hausnummer 2 bis 5 Jahre einwerfen, aber es hängt ganz einfach auch davon ab, wie sich die Performance entwickelt. Sing. Ich habe jetzt verstanden, dass Sie auch mit dem Smartphone, dann mit Nasenkamera durch die Gegend spazieren können und die Augmented Reality passt da und an, also nach Genau, also grundsätzlich ist es so, dass wir zurzeit auf Basis des GPS-Sensors eine Anpassung stattfinden lassen können. Das heißt, dass dabei ist die Genauigkeit etwa im Außenbereich etwa 20 Meter. Das heißt, alle 20 Meter sozusagen findet eine Aktualisierung statt. Das ist zurzeit problemlos möglich. Woran wir arbeiten und wo wir auch die ersten Prototypen schon haben, ist, dass das Ganze sehr, sehr genauer als 20 Meter geht, insbesondere im Innenbereich. Das heißt, im Innenbereich arbeiten wir zurzeit noch mit Markern. Das ist so ein bisschen ein Zwischenschritt. Aber da arbeiten wir natürlich sehr stark daran, dass wir keine Marker mehr brauchen, sondern ich bewege mich umher, es werden Konturen erkannt, es werden visuelle Aspekte erkannt, die das Ganze dann zu einer sehr, sehr genauen Überlagerung und somit dann auch, wenn man möchte, 10 cm genaue Bewegung des Benutzers abfassen kann.